Herzlichen Dank an unserem Hafen Barbalet Star Dancer. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren, ganz herzlich hier in Rangsdorf im Seebad Casino und natürlich Sie zu Hause an den Bildschirmen. Viel Unterhaltung haben wir mitgebracht, um Sie mit Melodien und Geschichten von der Küste verwöhnen zu können. Musikalisch machen wir eine Reise vom Binnenland zur Vorderkant. Singen Sie mit oder träumen Sie von Ihrer nächsten Urlaubsreise mit unserem Traumschiff. Interessante Gäste und eine attraktive Freizeitregion, das Dümmer Weserland in Niedersachsen, stellen wir Ihnen vor. Und natürlich hat Fiete Münzner einen großen Sack voll Seemannsgarn im Gepäck. Und du sitzt auf meinem Platz, Quarki. Hey, Captain, ich möchte auch Kapitän werden. Ehe du Kapitän wirst, fließt noch viel Wasser die Elbe runter. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich jetzt auf den Shanty-Chor aus Lüneburg. Wir sind eine bärenstarke Crew. Mit Wand und Wind und Welle stehen wir auf Du und Du. Und legt sich der Klabautermann eines Tages mit uns an. Dann zeigt jeder von uns, zeigt jeder von uns, was er kann. Der Heim in der Kombüse, der Hänger schob das Deck. Der Kull flickt die Segel und räumt den Schiebkram weg. Der Fiete putzt den Anker und Klaus verteilt den Rum. Und Arne spielt Jan Piepenbrink auf dem Akkordeon. Mit dieser bärenstarken Crew wäre sicherlich unser nächster Gast gern einmal um die Welt gereist. Doch dazu fehlte ihm bisher die Zeit. Denn er tourte schon in jungen Jahren mit einer Galaband durch ganz Europa. Seit 1991 produziert er im eigenen Studio. Er ist Sänger, Musiker, Komponist, Texter, Arrangeur und Produzent. Und heute mit seiner Panflöte bei uns. Herzlich willkommen, Peter Schmiedel.
Ja, am Stammtisch hat sich natürlich eine illustre Runde versammelt am heutigen Abend. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, ganz kurz meine Gäste am Stammtisch vorzustellen. Da haben wir zunächst einmal den Geschäftsführer von Hansa Kreuzfahrten aus Bremen, Herr Axel Schmidt. Kreuzfahrten ist natürlich auch für unser Ehepaar am Tisch ein Wort. 15 Mal mit den verschiedenen Schiffen, zuletzt natürlich mit der MS Delfin von Hansa Seera unterwegs gewesen, das Ehepaar Fiedler. Burkhard Dieter Held, noch keine Kreuzfahrt gemacht, allerdings auf dem Wannsee mit dem Ruderboot schon. Ansonsten über 30 Jahre in Reinickendorf tätig. Wir beide haben unzählige Veranstaltungen, 25 in den letzten 25 Jahren hier in Berlin durchgeführt. Herzlich willkommen, Burkhard Dieter Held. Axel Schmidt, Hansa Kreuzfahrten. Das Unternehmen in Deutschland mit drei wunderschönen, großartigen Schiffen, mit viel Besuchern, fast immer so gut wie ausgebucht. Was macht das Besondere an Ihren Schiffen aus, dass die Gäste gerne mit Hansa Kreuzfahrten um die Welt fahren? Ja, Hansa Kreuzfahrten fährt mit drei Hochseeschiffen auf den Weltmeeren. Die Hochseeschiffe heißen Delfin, unser beliebtes Verwöhnschiff, die Delfin Voyager, ein modernes Kreuzfahrtschiff mit Balkonkabinen, und die Princess Daphne, unser klassischer Liner. Den Sommer können Sie auf unseren Schiffen wunderbar verlängern. Es kommt ja bald der Winter, die dunkle Jahreszeit, das nassgraue Wetter. Und wir fahren im Winter mit zwei Schiffen. Das ist die MS Delfin, fährt in die Richtung Karibik, weiter über Südamerika bis in die Antarktis. Ein besonderes Highlight, wir haben das Schiff vor einigen Jahren umgerüstet, haben viel Geld investiert, dass wir in der Antarktis fahren dürfen. Und dort gibt es immer zwei bis drei Routen, die für Sie besonders attraktiv sind, weil wir wenig Gäste mitnehmen und deswegen in der Antarktis ein sehr ausgedehntes Programm anbieten. Unser zweites Schiff, was von dem Schwesterunternehmen Delfin Kreuzfahrten betrieben wird, ist die Delfin Voyager, MS Delfin Voyager. Das ist das moderne Kreuzfahrtschiff mit den Balkonkabinen. Das fährt auch im Winter Richtung Karibik, dreht aber dann ab von Südamerika aus Richtung Südafrika. Da gibt es ein besonderes Schmankerl, eine Reise. Und zwar geht sie in Rio de Janeiro los und endet dann später in Kapstadt. Das ist eine Route, die sehr selten gefahren wird und die jetzt weit im Voraus auch schon sehr gut gebucht ist. Wir sind in Deutschland die einzige Gruppe, die auch einen eigenen Catering-Service untertreibt. Das Catering heißt, die Verpflegung an Bord wird aus eigener Initiative heraus gestaltet und organisiert. Wir haben in Hamburg auch ein Unternehmen tätig für uns. Es gehört zu unserer Gruppe, was die ganze Technik organisiert. Wir müssen die Schiffe in den Häfen anmelden. Wir müssen bunkern. Wir müssen Werfzeiten organisieren. Wir sorgen selber dafür, dass unsere Schiffe auf dem besten technischen Stand gewartet werden. All das ist das Konzept, alles aus einer Hand. Das macht uns schlagkräftig, was das Produkt angeht. Und wir können eben selbst das jederzeit optimieren. Mögen viele Gäste ihre Schiffe besuchen, mögen viele Gäste in den Genuss kommen, mit ihren Schiffen um die Welt zu reisen. Und noch einmal, Sie alle sind eingeladen. Willkommen zu Hause an Bord dieser drei großartigen Kreuzfahrtschiffe. Herzlich willkommen. Ja, auf den Schiffen ist es ja auch so. Und wenn man unsere Gäste am heutigen Abend sieht, liebe Fernsehzuschauer zu Hause und hier im Saal, ist es ja so, dass so die Shanties, die Seemannslieder, die Arbeitslieder der Seeleute gesungen wurden und hochgehalten wurden, natürlich auch an Bord der Kreuzfahrtschiffe. Und wo die Matrosen und Kapitäne und Offiziere von träumen, nämlich von den hübschen und treuen Mädchen zu Hause, davon weiß der Shantychor Berlin ein Lied zu singen. Seemannsleute, Seemannsleute, Seemannsleute.
diesem Gummiboot über den großen Teich? Nee, Uta, da kommen wir gerade mal über den Dümmer See. Mit Joe und Josephines knallroten Gummiboot. Da fahren wir über den großen Teich. Johnny ist mutig und stolz wie Lord Nelson, auch noch bei Windstärke 3. Brausen die Stürme und plätschert der Regen, ruft er verwegen, ahoi! Und sollte die Luft uns entweichen, ja, das nimmt er gerne in Kauf. Die Fahrradpumpe ist im Boot und er pumpt es auf. Er hat ein knallrotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein knallrotes Gummiboot und erst im Abendrot kommen wir nach Haus. La, 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 la. Mit unserem knallroten Gummiboot kommt selbst ein Kapitän der guten Laune mit viel Humor nicht gut voran. Da muss schon ein ordentliches Schiff her, um mit vollen Segeln zuversichtlich in die Zukunft zu reisen. Und das macht nun mit Ihnen Fiete Münzner. Wir feiern heute ein rundes Fest, der Abend wird noch lang. Das Schiff, das uns nach morgen bringt, hält ein paar Stunden an. Zum Wohl auf alles, was schon war, doch heben wir das Glas, das uns die Zeit an Schönen bringt, was sie vielleicht vergaß. Mit vollen Segeln in die Zukunft, mit vollen Segeln Schiff ahoi. Du fährst mit uns durchs Meer des Lebens und jeder Tag ist wieder neu. Mit vollen Segeln in die Zukunft, auch wenn mal raue Winde wehen und wo das Glück am Ufer leuchtet, soll unser Herz vor Anker gehen. Wie oft sagt schon ein kleiner Knirps, ich werd mal Kapitän. Noch kann er nur mit dem Papa an einer Reling stehen. Doch Jahre kommen, Jahre gehen, auf einmal ist er groß und sagt, lebt alle wohl zu Haus. Mein Traum lässt mich nicht los. Mit vollen Segeln in die Zukunft, mit vollen Segeln Schiff ahoi. Du fährst mit uns durchs Meer des Lebens und jeder Tag ist wieder neu. Mit vollen Segeln in die Zukunft, auch wenn mal raue Winde wehen und wo das Glück am Ufer leuchtet, soll unser Herz vor Anker gehen. Und wo das Glück am Ufer leuchtet, soll unser Herz vor Anker gehen. Zwischen Hannover, Osnabrück und Bremen liegt das Dümmer Weserland.
mit Niedersachsens zweitgrößtem Binnensee. Diese vielseitige Urlaubsregion bietet mehr, als Sie erwarten. Zu jeder Jahreszeit erlebt der Gast hier eine faszinierende Naturlandschaft und eine fast unwirkliche Ruhe. Die Dümmerniederung ist ein Vogelparadies und der größte Teil mittlerweile ein Naturschutzgebiet. Nirgendwo erlebt man die Vogelwelt so flügelnah wie am Dümmer. Ausspannen, Radfahren oder Wandern im maritim erholsamen Lehmbruch, direkt am See. Der Dümmersee ist eines der beliebtesten Segelreviere in Niedersachsen. Regelmäßig finden hier internationale Regatten statt. In der Segelschule in Lehmbruch lassen sich die jungen Wassersportler den Wind mal so richtig um die Nase wehen. Spaß und Erholung ist hier garantiert. Bei schönem Wetter finden Wasserratten hier ideale Bademöglichkeiten. Attraktive Unterkünfte und eine abwechslungsreiche Gastronomie erwarten große und kleine Gäste, für die hier gut gesorgt ist. Die Orte rund um den Dümmer laden zum Entdecken ein, wie hier zum Beispiel Hüde. Die malerischen, rosenumrankten Fachwerkhäuser sind genauso Anziehungspunkt für Gäste wie der romantische Seglerhafen oder das attraktive Freizeitbad. Tja, hier rund um den Dümmer kommt jeder auf seine Kosten. Seien Sie uns willkommen, wir freuen uns auf Sie. Aus Bolzum. Okay, ja, dumm. Unterwegs mit der MS Delfin Voyager. 4 Sterne auf den 7 Weltmeeren. Dort, wo der Seele Flügel wachsen. Musik.
Willkommen an Bord der Delfin Voyager. Die Delfin-Philosophie wird Sie überzeugen, denn sie verspricht Ihnen unvergessliche Kreuzfahrttage in geschmackvollem Ambiente und familiärer Atmosphäre. Die Delfin Voyager auf einen Blick. Das 4-Sterne-Schiff fährt für Delfin-Kreuzfahrten unter der Flagge der Bahamas. Die Tonnage beträgt 23.000 Bruttoregistertonnen, die Länge 174 und die Breite 24 Meter. Die Delfin Voyager ist ein schwimmendes Luxushotel mit 10 Decks und bietet Platz für 650 Passagiere und 250 Crewmitglieder. Edle Farben und Materialien bestimmen das Erscheinungsbild der Innenräume nach einem Komplettumbau und völliger Neugestaltung. Modern, behaglich und an den Bedürfnissen unserer Gäste ausgerichtet. Von Anfang an bequemes Reisen. Dies gilt auch für die Kabinen, die mit viel Liebe zum Detail konzipiert sind. Manche sogar mit privatem Platz an der Sonne. Entspannen Sie sich auf einem der vielen Außendecks und lassen Sie sich mal den Wind so richtig um die Nase wehen. Denn nirgendwo auf der Welt ist die Luft so sauber und rein wie auf hoher See. Der unvergleichliche Charme einer Seereise liegt nicht zuletzt im ständigen Wechsel zwischen erholsamen Tagen, zwischen Himmel und Meer und dem Entdecken fremder Länder und Kulturen beim Landgang. Optimal organisierte Ausflüge in Begleitung eines gut geschulten deutschsprachigen Reiseleiterteams bringen Sie zu den schönsten und interessantesten Punkten dieser Erde. Delfin Voyager. Zu Hause auf allen Weltmeeren. Professionelle Kompetenz auf hoher See. Ein neuer Stern am Kreuzfahrthimmel. Bon voyage und willkommen bei Delfin Kreuzfahrten. Tor zu der Metropole Berlin, direkt am südlichen Berliner Ring, liegt das Van der Valk Hotel. Es gehört zum niederländischen Familienkonzern. Jan Pohlmann führt das Hotel als Vertreter der vierten Generation der Van der Valk Familie. Getreu dem Motto seiner Großeltern, Gutes zum redlichen Preis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Van der Valk Hotel Berliner Ring. Entspannen Sie auf der großzügigen Gartenterrasse und im Wintergarten. Oder genießen Sie regionale und internationale Spezialitäten im eleganten Atrium-Restaurant. Gelegene Golfplatz, Fitnessraum, Sauna und Schwimmbad laden ein zum Relaxen. Komfort und Behaglichkeit finden Sie in allen unseren 270 Doppelzimmern. Das Kongress- und Eventcenter bietet auf 2500 Quadratmetern in 21 Räumen Platz für bis zu 800 Personen. Perfekt für Tagungen, Feierlichkeiten sowie Ausstellungen. Ein Hotel mit stilvoller Gastlichkeit. Seien Sie uns willkommen.
Seite. Hoch im Norden, da, wo die Elbe in die Nordsee fließt, wo aus weiter Fern uns die Kugelmarke herzlich grüßt. Da liegt ein schönes Land, Stadt und Hafen weltbekannt, Großhafen am herrlichen Nordseestrand. Da liegt ein schönes Land, Stadt und Hafen weltbekannt, Großhafen am herrlichen Nordseestrand. Hier am Tor zur Welt gibt es viel zu sehen, was dir gefällt. Lauf mal über dein und du fühlst dich wie im Himmelreich. Sonne, Meer und Badestrand, reine Luft aus erster Hand. Das gibt's nur am herrlichen Nordseestrand. Sonne, Meer und Badestrand, reine Luft aus erster Hand. Das gibt's nur am herrlichen Nordseestrand. Einmal kommt der Tag, herzlichen Dank dem Damen-Shanty-Chor aus meiner Heimatstadt Cuxhaven. Und jetzt geht's richtig zünftig weiter, meine Damen und Herren, denn wir erwarten die Deichjodler. Die Deichjodler, das ist das Duo Leuchtfeuer, Georgie und Helmut. Bei uns gibt's keine Berge, Schnee bedeckt und wunderschön. Da kann man im Ostfriesenland auf grünen Deichen spazieren. Kann nur im Norden glücklich sein. Und wenn ein Holder
sie und was geschieht. Denn auch er hat dieses Lied. Wir sind die Deichjodler aus dem Friesenland. Alpensound von der Bruderkant, wir sind die Deichjodler aus dem Friesenland. Die Deichjodler, Alpensound von der Bruderkant. Rudi, Rudi, Jodler, Rudi, Rudi, Jodler, Rudi, Rudi, Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich vom Dümmer Weserland, also genauer gesagt sogar vom Dümmer, einem Binnensee. Und wir wollen Ihnen einige Informationen über diesen Landstrich in Niedersachsen geben. Wo er genau liegt und was hier alles passiert, wird Ihnen mein Gesprächspartner gleich verraten. Und dazu erwarte ich den Tourismusbeauftragten Henrik Wolf. Da ist er schon. Hallo, Herr Wolf. Hallo, grüß Herr Winzer. Herzlich willkommen am Dümmer. Freuen uns, dass Sie hier sind. Ja, wir auch. Sie sind ja Tourismusbeauftragter, genau. Also haben Sie damit zu tun oder sind dafür verantwortlich, dass möglichst viele Gäste hierher kommen. Genau. Zunächst einmal für Sie, meine Damen und Herren, sollten Sie wissen, wo eigentlich der Dümmer und das Dümmer Weserland ist. Da können Sie uns sicherlich was zu sagen. Genau, wir liegen in Südniedersachsen, genauer gesagt zwischen Osnabrück und Bremen, sind der zweitgrößte Binnensee Niedersachsens und freuen uns über viele Gäste, die auch hier zahlreich erscheinen. Klasse. Jetzt haben wir schon gesehen, Segelboote, gibt es ja auch Motorboote auf dem See und was weiß ich, Drachenflieger und Surfer oder was passiert hier? Also Motorboote gibt es nicht, man darf, der Dümmer ist sehr, sehr flach, 1,50 Meter ist die Maximaltiefe, also darf nur fahren, was keinen Motor hat, aber im Grunde haben wir sonst alle Boote, Surfen, Segelboote, Kanus, Paddelboote, auch ein Tretboot, man kann am Dümmer wirklich alles mieten und ja, im Wassersport aktiv erleben. Nun, auf dem Weg hierher, Herr Wolf, sind mir viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer entgegengekommen. Ja. Das hat hier so ein besonderes Flair? Das hat ein ganz besonderes Flair. Also wir sind unheimlich beliebt bei Radlern und Wanderern. Wir haben eine tolle Strecke direkt um den Dümmer See und noch weitere 7 Rundradwege. Besonders die Natur ist natürlich so das größte Fund, was wir haben. Und viele Radler erkunden dann auch die Moore während ihrer Radtour und erfreuen sich der Natur. Moore werden erkundet? Genau. Und da fällt man aber nicht rein, oder? Ja, da ist es ein bisschen schwierig, mit dem Rad zu fahren. Da lässt man das Rad dann stehen und erkundet dann auf Naturerlebnisfahrten dann per Fuß das Moor, ja. Klasse. Also wir haben einen See, wir haben Boote, wir haben Fußgänger, wir haben Wanderer, wir haben Radfahrer. Wo bringen Sie diese Gäste alle unter, wenn sie dann kommen zu Ihnen? Also wir haben zahlreiche Campingplätze, Hotels, Ferienwohnungen, Privatzimmer, im Grunde alles das, was man braucht. Wir haben sogar ein Heuhotel hier am Dümmer, Jugendherberge, also Unterkünfte gibt es satt. Prima. Jetzt bin ich mit dem Fahrrad unterwegs, ich bin als Wanderer unterwegs. Was ja nicht so oft passiert, aber ab und zu schon. Jetzt fängt es an zu regnen. Was mache ich denn am Dümmer See? Ja, also wir haben ein großes kulturelles Angebot. Also wir haben unheimlich viele Museen, auch direkt an den Uferpromenaden. Da kann man mal schnell reinhuschen. Wir haben ein kleines Freibad direkt am Dümmer und auch sonst zahlreiches wetterungsabhängiges, unabhängiges Angebot. Also man kann schon einiges erleben. Auch im Umkreis von 50 Kilometern Einkaufsmöglichkeiten, kulturelle Einrichtungen, Spielehäuser. Im Grunde das, was man sich vorstellt. Also da sehen Sie, meine Damen und Herren, natürlich, dass Sie hier oder dass viel erwartet wird, wenn Sie kommen. Hier ist alles vorhanden und immer dran denken, wir haben mit der ganzen Crew am Wasser gesessen. Es ist traumhaft schön, eine Idylle. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den Dümmer See und das Dümmer Weserland Niedersachsen zwischen Bremen und Hannover, grob gesagt, zu besuchen. Kommen Sie zu uns. Und ich glaube, Sie freuen sich über jeden Besucher, der kommt. Ich freue mich. Ich würde mich freuen, wenn man das Dümmerland auch mal erkunden würde. Es ist oftmals ja nicht bekannt, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Das bestätigt Ihnen jeder Gast, der schon mal hier war. Wunderbar. Henrik Wolf, vielen Dank für das Gespräch. Also, wir kommen auch gerne wieder. Ja, das auch. Alles klar. Vielen Dank.
Tja, das war's zunächst einmal vom Dümmer Weserland und vom Dümmer, meine Damen und Herren. Und weiter geht's natürlich in unserer Show Geschichten aus der Hafenbar. Weit auf die See,
hinaus zu sehen. Ja, ja, wenn es heißt, hey, 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 Captain, und uns fehlt der Wind, dann gibt es eigentlich nur eins, an Bord zu gehen und rauszufahren. Und das machen wir jetzt mit dem Shantychor aus Lohnde. Wir sind zu Hause in Luft und Wind. Hey, 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 Captain, sag, was hängen wir in See? Und wenn im Sturm auf der Mast einmal weht, begann 1973 auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Im gleichen Jahr belegte er den ersten Platz im ARD-Talenteschuppen. Doch er wollte nicht nur Sänger werden, sondern sich als Entertainer etablieren. Dazu bekam er die Möglichkeit, in verschiedenen Revue-Shows als singender, tanzender und parodierender Stargast. Zu seinem 60. Geburtstag legt er die Single »Es war eine schöne Zeit« in die Herzen der Zuhörer. Er denkt noch lange nicht ans Aufhören und ist kein bisschen leise. Wir freuen uns, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, Bert Beel. Wenn ich mir heute so überleg, ein Musterknabe war ich nicht, denn ich stand da im jungen Jahr, viel lieber schon im Rampenlicht. Das Theater und die Bühne haben mich so fasziniert. Ja, meine Welt ist die Musik, mich hat nichts anderes interessiert. 60 Jahre lebe ich mein Leben, es war eine schöne Zeit. Lange Nächte hat es oft gegeben, keine Stunde tut mir leid. 60 Jahre liebe ich das Leben, wünsch mir nur, dass es so bleibt. Sag mit 100, dann genau wie eben, es war eine schöne Zeit. Ich hab die ganze Welt gesehen, im Schatten und im Sonnenlicht. Mal war ich stark, mal wieder schwach, ob ich es wollte oder nicht. Denn das Drehbuch meines Lebens schrieb das Schicksal einfach mit. Im Nachhinein sag ich zu mir, tja, ich bereue nicht einen Schritt. 60 Jahre lebe ich mein Leben, es war eine schöne Zeit. Lange Nächte hat es oft gegeben, keine Stunde tut mir leid. 60 Jahre liebe ich das Leben.
es so bleibt. Sag mit 100, dann genau wie eben, es war eine schöne Zeit. Gegeben. Keine Stunde tut mir leid. 60 Jahre liebe ich das Leben, wünsch mir nur, dass es so bleibt. Sag mit 100, dann genau wie eben, es war eine schöne Zeit. Es war eine schöne Zeit. Das war's wieder mal. Die 11. Folge Geschichten aus der Hafenbar. Wir sagen ein ganzes großes Dankeschön an alle Mitwirkenden, die hier waren. Ja, und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Uta Karina und Fiete Münzner.